Guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück. Ihr glaubt nicht, was mir passiert ist. Wir hatten gestern für euch den ganzen Tag gevloggt und es war ein wunderschönes Video geworden. Ich habe es heute Nacht geschnitten, weil ich wach war wieder um 3 Uhr. Das war richtig schön geworden, 20 Minuten lang. Und dann habe ich es gelöscht aus Versehen. Das ist mir noch nie passiert. Ja, heute Nacht dann schon. Ich wollte das von der Speicherkarte löschen, habe es aber aus dem Papierkorb gelöscht und dann, ich hatte es noch nicht gespeichert, das geschnittene, ach egal. Naja, es ist leider weg, es tut mir leid. Also hättet ihr gestern eigentlich, glaube ich, den Tag 16 Tage bis zum ET, den würdet ihr jetzt eigentlich sehen, aber das Video ist halt weg. Ich kann euch grob erzählen, was passiert ist gestern. Wir waren bei der Hebamme zur Vorsorge. Alles ist in Ordnung, wie immer. Und da habe ich tatsächlich noch ein paar Einspielungen. Die kann ich euch einspielen von der Hebamme. Optimalerweise durch die Jeans. Das ist der Hundeschmutz eingepiekst. Die wichtigste Nadel. Ja. Und war das die rote ist oben? Ja, die leuchtet meistens auch. Mit die rote, tick, tick, wenn ein Gedanke kommt. Ein guter ging Gedanke. Mir ist nicht aufgegangen. Bei mir sind nur rote Gedanken. Mhm. Und Probe sitzen im Geburtstag. Du? Und du die anders gestochen als sonst, die Mama? Sonst sind die weiter hier vorne. Und die taten alle weh, außer die erste. Hat das alles anders gemacht? Zeig mal die Wurzhocker-Haut, Oma-Haut. Aber ich habe gestern nochmal das Video geguckt, das ist nicht unbedingt zu entbinden, sondern die Zeit der Eröffnung. Hm. Kann man darauf abchillen. Ja. Vorher waren wir noch auf der Hundewiese, bevor wir bei der Hebamme waren, damit Smurfy sich mal richtig 1,5 Stunden so richtig auspowern konnte, mit anderen Hunden spielen und so. Das war auch super schön für den Hund, mal so soziale Kontakte und alles zu haben. Und dann waren wir Großeinkauf machen im Kaufland. Wir haben für 170 Euro oder so eingekauft, weil heute ist ja Silvester, der 31.12. und wir wollen Raclette machen und Schokofondue. Haben ganz viel gebraucht und es war mega voll im Kaufland. Alle wollten einkaufen. Ich erzähle gerade, wie schlau ich war heute Nacht. Ich habe meine Freundin erzählt, von der Misere, also mich verhauen hast. Aber dich habe ich verhauen? War Wut. Nein, ich habe dich nicht verhauen. Ja. Nein, das war nicht. Ich kann nicht zeigen, Mama. Hier, ich kann die Kamera nicht umdrehen, weil du hast die Hose wie immer auf. Sei froh, dass ich eine Hose anhab. Die Elvira wird sich freuen, wenn du keine anhättest. Aber was stinkt das hier so? Das ist Murphys Futter, der hat gerade gefressen. Das stinkt so, glaube ich. Das stinkt so nach Popoloch. Ja. Jedenfalls, das war dann so, das habe ich gestern. Ich hatte euch alles gezeigt, was wir gekauft haben für heute, für unsere Party. Mm, das war so schön, das Video. Teuren. Luftschlangen. Ja, aber ihr mit eurem Tischfeuerwerk. Und wenn ich mir was kaufe, was ich haben möchte. Du wolltest Tischfeuerwerk haben. Das ist auch fürs Kind, die Luftschlangen. Nein, für dich. Das Kind wollte ich ja nicht haben. Er hat gesagt, so eine Kacke. Wie gar nicht wahr. Was meinst du, wenn der heute hier schmückt mit Luftschlangen, dann freut er sich. Hebamme war alles super, alles in Ordnung. Keine Wehen, keine gar nichts. Und heute dürft ihr den Silvesterabend mit uns verbringen. Und wir machen heute Abend um 21 Uhr einen Live-Dings-Stream. Wenn wir dann noch hier sind, wenn wir nicht im Geburtshaus sind. Man weiß ja nie. Was ist los? Bist du aufgeregt? Zweites Silvester? Er sagt, schade. Letztes Jahr hat er für jeden Knall ein Leckerchen bekommen. Dieses Jahr ist mau. Hm? Gib's mal bitte Sahne. Sahne? Sein Döschen. Sein Döschen.
Wo ist das? Hat er mitgegessen, sein Döschen? Etty, wo ist das? Hm? Freuen sich einige von euch gleich auf unseren Silvester-Livestream? Schreibt uns das mal bitte in die Kommentare. Also manche haben geschrieben, dass, oh schade, wir sind nicht da. Oder, oh super, da freue ich mich. Letztes Mal, wenn wir Raclette gemacht haben, da hatten wir nur diesen kleinen weißen IKEA-Schreibtisch. Und jetzt haben wir so viel Platz, um uns auszubreiten. Ist das nicht toll? So, hier gibt es Tortellinis, dann hast du da Gemüse, Brokkoli und Böhnchen, und Prinzessbohnen. Könntest du mir mal holen, bitte? Blumenkohl und Kartoffeln. Ja, aus dem Glas, die wollten wir testen. Die Kartoffeln, ja, hole ich. Champignons, ja, kann ich Aubergine. Ja, ich gehe mal im HWR gucken. Wir haben eigentlich die ganze Zeit geschlafen, oder? Gechillt, eher gesagt. Ich habe zweimal, einmal habe ich eine Stunde geschlafen und einmal habe ich jetzt nochmal zwei Stunden geschlafen. Soll ich mal sauber machen. Weil ich ja heute Nacht so früh wach war und dann nicht mehr schlafen konnte, weil ich mich so über mich selber aufgeregt habe, bin ich extrem müde gewesen. Kann ich die Schokolade direkt mitnehmen für unser Schokofondue? Hier aus dem Schrank. Aua! Willst du jetzt auch den Blumenkohl, den eingelegten, probieren? Habe ich doch gerade gesagt, Blumenkohl und Kartoffeln. Ich dachte, Blumenkohl willst du aus Dings, aus dem Tiefkühl. Nee, deswegen habe ich nicht zum Brokkoli. Ja. Okay. Jetzt bin ich nämlich schon ganz aufgeregt. Ach, den habt ihr ja gar nicht gesehen. Den habe ich euch gestern im Food Hall gezeigt. Den wollten wir unbedingt probieren. Blumenkohlsalat. Haben die doch gar nicht gesehen, weil ich das Video gelöscht habe, den Blumenkohlsalat. Pizzateig hat der Bernd auch angesetzt. Hast du das Pizzamehl oder? Ja, Pizzamehl. Mein Geld für die Kamera. Hm? War nur ein Geld für die Kamera, natürlich esse ich den. Der schmeckt nicht so geil wie der Blumenkohl vom Türken eingelegt. Aber egal. So, hier ist normalerweise in unserem Raclette kommt hier noch ein Fondue-Topf rein, aber wir frittieren das heute so, ne, separat. Ja, das ist so ein bisschen Kacke war halt, ne? Ja, das ist halt erst, man macht das Fett heiß und packt es dann hier rein. Die und dann. Charge ist geil. Genau, dann erst einmal frittieren ist super und dann ist es halt, lässt es nach, dann wird es kühler und deswegen frittieren wir das da in der Fritteuse. So, hier seht ihr, was wir alles haben. Eine gemischte Variation. Hier ist ganz viel Gemüse, Kartoffeln, Reis. Das ist noch Räuchertofu, ja, Bratwurst. Da wurde ich auch gefragt, welche wir nehmen. Wir nehmen mal die von Beyond Meat, also Beyond Sausage. Und so Frikadellen. Die sind aus dem Kaufland, die mag der Bernd sehr gerne. Dann haben wir hier Ananas, Mais, so ein Antipasti-Dip. Peperoni, Zwiebeln, Maiskolben, Tzatziki, Käse, Tortellinis, Tomate, Mozzarella, Aioli, hier ist Pizzasoße. Das ist so artig. Du bist so fein. Ja. Ananas habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ne? So. Hier ist unsere Fritteuse. Und der Bernd macht ja so, die Aubergine ist für mich. Und dann haben wir noch Pilze, Champignons, Pizzateig. Das ist die Panade für die. Fürs Gemüse zum Frittieren. Ja. Und da ist der Bernd. Der Bernd. Und jetzt, ja, starten wir gleich essen. Da filmen wir nicht bei.
Und achso, wir haben hier noch Oliven und Paprika. Die habe ich gar nicht gezeigt. Oder mache ich jetzt Musik im Fernsehen an, im Hintergrund? Ich zeige das keinem. Okay, versprochen. Ich zeige das keinem Menschen, versprochen. Ich schicke das nicht mal Mama. Toll. Ich habe mich schon gefreut, dass ich das bekomme. Das ist nur ein Spielzeug. Der Kong Wobbler. Nee, Calvin, machen wir später am Laufen. Wir gehen doch gleich Läufchen machen mit dem Etty. Da sind Leckerchen drin in dem Ding. In dem Kreis kann er die dann rausschießen. Yay! Ja, der Hund hat Spaß. Bestimmt hat Gold im Schuh. Richtig! Bestimmt hat Gold im Schuh. Pascal, wo findet man Elfenbein? An der Küste. Richtig! Elfenbein gibt's natürlich nur an der Küste. Wie heißen Puppen, die an Schnüren bewegt werden? Ich weiß es nicht. Nicht Fingerpuppen, sondern Klarinetten. Richtig! Die Puppenkiste mit ihrem tollen Klarinettentheater. Klarinettentheater. Wir bereiten jetzt unser Pantomimespiel vor. Und müssen dafür Sachen aufschreiben, die dann gleich vorgezeigt werden müssen. Mit einer Hand schreiben ist schwierig. Soll ich es der Kamera zeigen, was ich habe, oder? Nein, die können mitraten. Hast du einen von dir oder einen von uns? Ist das gerade live? Weiß ich nicht. Nein, das ist nicht. Du musst ja wissen, was von dir ist. Das ist nicht von mir. Okay. Okay. Das ist voll schwierig zu machen, weil das kann ich gerade nicht so machen. Ach. Hinfallen. Hinfallen. Ja. Von dir gewesen? Ich, nein. Du kennst ja meine Schmeier, hilf dir. Oder willst du erst? Ich wollte erst. Bereit? Das ist voll doof, weil eigentlich müsste ich meine machen. Ja. Und ihr müsst eure machen, weil... Hast du jetzt von Calvino? Ich hab von dir eins. Okay. Ja, und? Dann mal. Ja. Ich weiß, was das ist. Das mach nochmal. Mach nochmal. Böller. Böller. Aber der Blick dabei. Oh. Etty, okay, also, ich mach nur Bild. Seid ihr bereit? Ja. Zahnarzt. Gynäkologe. Arschlochologe. Schwitzen unterm Arm. Liebe mit Hund. Petophil. Mach mal die Kamera runter. Kinder mit Hund machen. Hör mal auf, Smurfy. So. Kacken. Geburt. Pferden? Sieht man Hund umbringen lassen? Gymnastik. Yoga. Geistig verwirrt. Schlaganfall. So besoffen, bis man nicht aufstehen kann. Nicht mehr leben. Zombie. Adolf Hitler. Er sagt, du bist komisch. Leute, ich versuche anders. Hör mal auf! Er will dich dominieren. Da freue ich mich mit dir. Ey! Ab auf den Platz! Er ist halt überdreht, Schatz. Okay, also anders. Ja. Tumoringer. Nicht tanzen können. Astronaut. Kosmonaut. Raumfahrer. Raumfahrer. Neil Armstrong. Nein. Kacken im Raum. Schwebellos die Kacke raus. Schwebellos Hossan. Starten. Rakete. Ja! Starten. Rakete? Für den nächsten.
So, wir haben hier. Oh, der muss aber, glaube ich, andersrum, ne? So rum. Stimmungsmacher. Mhm. Na dann. Bernd. Mach Feuerzeug. Ich hab Feuerzeug. Komm auf. Ja, sollen wir da vielleicht einen Teller drunter stellen? Ja, gut. Nicht, dass unsere schöne, teure. Boah, weg! Weg, 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 weg. Oh, hätte ich jetzt vielleicht nicht da gemacht, ihr kleinen Menschen. Oh! Toll, das ist ja gar nicht richtig auseinandergegangen und hoch. Ich auch. Ja, so. Wir gehen jetzt schon mal ein bisschen raus. Wir lassen euch aber hier und machen ein bisschen buntes Licht. Bengalos. Ja, die sind ja nicht laut, ne? Nö, ich glaube nicht. Das ist ja nur Feuer. Okay. Aufgebaut für einen Livestream. Nicht so gut nach Ettenhund. Der ist zu müde, um sich zu schütteln. Ich finde meine Brille nicht. Ich habe meine Haare gar nicht gemacht. Das ist nicht schlimm. Das stört niemanden, oder? Weißt du, wo meine Brille ist, Bernd? Ja. Ja? Wo ist sie? Weißt du das wirklich? Ja. Dann hast du die da hingelegt. Ich habe die da nicht hingelegt. Jawohl. Warum soll ich deine Brille da? Ich bin den ganzen Tag blind. Ja, warum fragst du nicht mal? Ich habe 7-mal gesagt, wo ist meine Brille? Ich habe keine Ahnung. Hör ich ja nicht, wenn du mich ansprichst, dann sage ich so, okay. Ja. So, bis gleich. So, frohes neues Jahr. Calvino und Bernd sind draußen und hier wird tatsächlich richtig geknallt. Smurfy will mit raus. Sind die rausgegangen, Calvino und Herrchen? Ja, der Livestream war schön. Ja, alles knallt, ne? Frohes neues Jahr. Oh, der sieht die Raketen draußen. Wow, können wir Fenster aufmachen? Na, komm hier. Komm hier. Wow. Ja. Ist gut. Ja. Hier ist er. Komm, wir gucken. Aha. Wow. Hätte ich ja nicht gedacht, dass so viel geknallt wird. Bleib hier. Und die Glocken läuten. Wow. Ganz aufgeregt, ne? Ja. Ist das fein? Hast du schick gemacht, ne? Mit einem Ohr. Ja, du willst raus. Ich weiß. Nein, nicht raus. Ich habe hier das Fenster nur so einen kleinen Spalt auf. Wir machen zu. Ha. Ja, der will mir hier noch herausspringen. Ja. Das ist was, ne? Jo, was ist hier los? Ja, jedenfalls hatten wir 2 Stunden Livestream. Das hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt die letzte Stunde, also bis 23 Uhr hatten wir Livestream und musst du auf meiner Schulter stehen. Hatten wir noch 1 Stunde Zeit, wir haben nochmal gegessen, aber wir haben immer noch nicht unser Schokofondue gemacht. Das haben wir noch nicht
geschafft. Vielleicht nachher. Ja, wir haben jetzt hier ZDF angemacht. Ich dachte, wir haben gar keinen ZDF. Da ist Party. Ihr habt im Livestream erzählt, dass sie da alle ohne Maske sind und so. Etty. Aua. Ist jetzt gut hier, mal wieder hier sitzt. Ja, ich würde den Vlog jetzt hier beenden, unseren Silvester-Vlog 21. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr, auf das dieses Jahr besser wird als 2020. Schauen wir mal. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, sehen uns in alter Frische morgen wieder. Tschüss!